Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Ich melde mich heute etwas verschnupft, ich versuche es mir nicht zu sehr anmerken zu lassen, aber wir haben wieder einiges zu tun. Erstmal, warum bin ich hier oben? Ich war schon eine Woche nicht mehr auf der Welt, was ist passiert? Ich habe irgendwelche Sachen gebaut, so wie immer. Ah ja, willkommen im Zentrum für Verpeinlichkeit. Im Zentrum für Verpeiltheit. Das wollte ich sagen. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ich gehe jetzt erstmal pennen, damit dieser blöde Regen endlich mal aufhört. Und dann gehen wir wieder zu Le Soigne. Denn ein paar Sachen sind dort noch zu erledigen. Ich meine, die war letztes Mal so gut wie eigentlich fertig. Weil ich bin ja doch sehr, sehr weit gekommen. Hatte ich die Kühe letztes Mal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Eventuell stehen die auch wieder an. Oh, das mit dem Getreide wird langsam... Anführungszeichen. Knapp. Sehr, sehr knapp. Ah ja. Hallöchen, liebe Scheune. So. Genau, hier drin haben wir weiter gebaut. Ich entsinne mich, Und hier hinten wollte ich noch weiterbauen für die, Steggeschichten. Hier sollte ja so ein kleiner Steg rein. Damit wir so einen Bootweg Richtung Meer, Richtung Stronghold haben. Ja. Es kommt wieder, Es kommt langsam alles wieder. So. Wie viel Holz hatte ich denn für diesen ganzen Spaß hier? Wieso bist du so komisch unsichtbar, Katze? Setz dich bitte nicht wieder auf die Kisten. Ich habe noch genau fast gar kein Holz. Super. Das ist nicht gut. So, ich bin mal gespannt. Ich meine, sie haben ja jetzt mehr Platz. Richtig? Dann dürfte ich ja jetzt hier nicht mehr so eingekrempelt werden. Und dürfte jetzt ein bisschen besser hier die... Schlachterien verrichten. Etwas effizienter, meine ich. Boah, ich bin heute irgendwie voll durch. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich verstehe es nicht. So. 6 Stück noch. Eigentlich hätte ich mal die Axt in die Hand nehmen sollen, weil die müsste langsam wieder repariert werden. Also eigentlich überhaupt nicht, aber... Ihr kennt mich ja. Ich bin immer gerne sehr, ich sag mal, dazu veranlagt, mich zu overpreparen für alles. Aber oftmals zahlt sich das dann auch immer wieder aus. So, 9, 10, 11, 12, 13. Wir haben das Ganze nur schon 10 Mal gemacht, insgesamt. Sollte reichen. So, das in die Ender Chest. Und hier oben wollte ich noch was machen, ne? Genau, hier fehlte noch das hier. Diese Dinger so hinunter. Ich muss mal gucken, wie ich das baue. Aber ich hab wirklich nur 7 Spruce Log. Das gibt's doch gar nicht. Leute, es tut mir leid. Wir müssen wieder Holz holen. Wir müssen es wieder tun. Es geht einfach nicht anders. Wie viel habe ich? Ich pack mal alles hier rein an Blöcken. Alles einmal hier rein.
Die kommen mit. Die Axt kommt mit. Und ich fürchte, wir müssen mal wieder richtig durchdrehen. Also so richtig durchdrehen, meine ich. Mit Holz. Okay, jetzt nicht sehr übertrieben durchdrehen, aber ein bisschen. Ich denke mal, mit 5, 6 kommen wir erstmal durch. Ja, die Sache mit dem Dach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Ich werde es erstmal lassen. Ich werde hier natürlich auch äußerlich wieder mit den Laternen arbeiten, denke ich, so wie ich das bei den meisten Gebäuden gemacht habe. Kennt den ganzen Kram schon. Und das hier kennt ihr übrigens auch. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Ich habe es wieder getan. Oh, Leute, ich habe es wieder getan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
18, 19 Stacks. Holz. Let's go. Mal sehen, wie viel lange, für wie lange die reichen werden. Und ich hoffe doch mehr als nur für 2 Folgen. Teilweise haben sie halt wirklich nur für 2 Folgen gereicht, diese ganze Stacks, die ich ständig gesammelt habe. Mann, ey. So. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel vor mit diesem Holz hier. Also es wird irgendwann noch gut zunutze bekommen. Und jetzt allerdings erstmal gilt es, ein paar Feinheiten vorzunehmen. Diese sind dann folgende. Die Laternen. Dazu brauche ich mal Blöcke. Eigentlich egal welche. Hauptsächlich zum Hochbauen. Ja, weil da komme ich nämlich nicht dran. Also wir müssen jetzt an die Äußerlichkeiten jeweils bis ans Ende diese Laternen anbringen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Innere hier nochmal ändern werde. Weil, wenn ich das machen würde, würde das nicht mehr so dazu passen, dass dann hier einfach normales Holz ist. Ich weiß nicht, das wäre, glaube ich, ein bisschen weird. So meine Annahme. Ich habe übrigens auch kurz überlegt, diese Holzdinger, also diese Holzdinger-Stümpfe, die so vom Dach so rausschauen, vielleicht auch komplett zuzumachen. Also dann mit diesen Blöcken hier zuzumachen, meine ich. Mit diesen Wood-Dingern. Diese Wood-Dinger. Erstmal mache ich jetzt aber das, was ich gerade gesagt habe, was ich schon mal machen wollte. Und zwar hier die wunderschönen Laternen wieder aufhängen. Oh, hätte ich doch bloß so einen schönen Flugring, so, weißt du? Ich vermisse Flugringe in Minecraft. Ja, ich weiß, dass es sie nie gab. Also in Vanilla natürlich, aber ihr versteht schon, wie ich es meine. Nein, nicht dahin. So. Ich frage mich, ob es irgendwann mal so ein Update geben wird in Minecraft. Was das Spiel einfach so richtig krank abgespaced macht. Also so, ich weiß nicht, irgendwann so in 10 Jahren von heute an, wie dann die Minecraft-Updates sich so entwickelt haben bis dahin. Und was es dann für kranke, verrückte Sachen in diesem Spiel geben wird. Oder generell, was es in 30 Jahren in dieser Welt hier alles geben wird. Wer weiß das schon alles. Eigentlich müsste ich auch, ich meine, gut, die hängen jetzt da oben, ne? Aber vielleicht müsste ich hier unten auch nochmal gucken, dass ich da Light Sources dran bappe. Gucke ich gleich mal. Ich mache jetzt erstmal das Dach hier weiter durch. Auf beiden Seiten jeweils. Muss ich mich jetzt mal so hochbauen. So, meine Nase juckt, Leute. Ich habe Schnupfen. Ein bisschen, es tut mir leid. Da muss ich manchmal. Also daran ist der Schnupfen nicht schuld. Nein. So, hier gehe ich mal einen runter. Aim. Er aimt nicht. So, aimt er jetzt? Jetzt aimt er doch. Ja. Sehr gut. Ich muss die Laternen retten. Schnell. Bevor sie die spawnen. Aber ich habe sie gerettet. Die habe ich auch. Sehr gut. So, nächster Tower kommt hier hin.
Wenn die Scheune hier soweit durch ist, mit innen und außen erstmal, werde ich mich dann mal dran machen. Und wahrscheinlich als nächstes, wenn es denn so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, tatsächlich Füchse in die Gehege hole. Oh, hoffentlich machen die nicht zu viele Geräusche, die Viecher. Die Viecher, die armen Viecher. Die süßen Viecher meine ich natürlich. Die süßen Viecher. Die ganz, ganz süßen Viecher. Aber trotzdem Viecher, du sagst trotzdem Viecher. So. Jetzt da hinten noch der letzte. Also, dann müssen wir wieder... Was machst du hier eigentlich? Lurken, gucken. Wollt ihr etwa, dass ich euer Dorf irgendwann erweitere? Träumt weiter. Nee, mal ernsthaft, ich überlege irgendwie mögliche Erweiterungen noch fürs Dorf mal. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir noch erweitern sollen im Dorf. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil ein drittes Dorf zu bauen, macht irgendwie ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Tut es wirklich nicht. Ich habe Zäune dabei, okay. Die kommen dann hier an die Dinger. Hier an den Seiten allerdings werde ich Holzblöcke noch dran backen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich möchte so ein bisschen die Illusion einer einkommenden Säule schaffen. Das müsste ich da oben theoretisch auch tun, aber das funktioniert natürlich da nicht so gut wie jetzt hier. Da ist schon wieder dieses fremde Lied, was eigentlich hier nicht reingehört, in diese Playlist. Ich weiß wirklich nicht, warum das hier drin ist. So, die hängen dann hier wieder auf Kopfstoßhöhe. Kopfstoßhöhe. Das Wort doch. Das Wort. Na. Dahinne und du dahinne. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier Zäune haben. Ich bin am überlegen, mein Mind ist schon wieder am Racing, was wir als nächstes angehen. Wir haben noch ein paar offene Sachen, auf jeden Fall. Wir haben einmal die, das ist einfach ein persönliches Ding von mir, das muss ich in jede Welt klatschen, ich weiß nicht warum. Es ist eine Windmühle mit ganz viel Getreide. Ich weiß nicht, die gehört einfach immer in irgendwelchen, in die Welten von mir rein. Ich weiß nicht warum. Lass es die Gewohnheit sein. Durch ewig lange Schädigungen von gebauten Mühlen. Oder einfach immer den Touch für die mittelalterlichen Art und Weise, wie ich halt die Welten immer meistens aufbaue. Na, warum platziere ich denn ständig falsch, ey? Mach doch mal richtig hier. So. Vielleicht bauen wir noch ein Kino für die Villager. Keine Ahnung, mal gucken. So. Dann müssen wir gleich noch auf die anderen Seiten, also vorne und hinten. So, jeweils hier. Aber hier mache ich, glaube ich, wirklich nur die Zäune rein. Hier die Zäune und dann hier die Laternen runter. Und dann können die Fackeln ja auch raus. Kann ich die schon mal hier rauspappen. So. Hier oben rein kommen vielleicht wirklich Barrels, die dann das Lager für die Farm halt drüben ersetzen. Dann müsste ich vielleicht irgendwie noch einen. Müsste ich das irgendwie connecten oder so, vielleicht auch über Untergrund, ich weiß es noch nicht genau. Sowieso hatte ich auch angedacht, dass diese Farm eventuell noch einen Keller bekommt. Allerdings weiß ich nicht, so viel ich weiß nicht, ne, in letzter Zeit,
Man könnte es machen, dass es hier irgendwo an einer Seite runter geht, vielleicht an der hier. Wo dann tatsächlich so ein Abgang zu einem Keller ist. Wo dann nochmal so ein großer Lagerraum für wirklich nur Farming-Utensilien steht. Ist aber im Moment nur ein Gedankengang, noch keine Realität, ich weiß es noch nicht. Erstmal das hier. So, das ist soweit komplett fertiggestellt. Jetzt würde ich tatsächlich ganz gerne, bevor ich jetzt hier oben anfange, irgendwelche Lagergeschichten aufzustellen, erstmal das ist jetzt die Frage. Wie gehen wir jetzt Lichtquellen in den Gehegen an? Falls diese überhaupt nötig sind. Und können jetzt die hier an den Seiten raus? Ich könnte theoretisch hier noch Laternen runterhängen lassen. Hier so über diesen... Moment. Das wäre dann hier drüber. Wenn jetzt hier so Laternen noch runterhängen würden. Jetzt aber die Frage, wäre das weird? Wenn jetzt hier einfach Laternen runterhängen. Eigentlich nicht wirklich. Wäre eigentlich sogar ziemlich gut. Okay, die Wege hier natürlich muss ich dann irgendwann nochmal anpassen. Weil die sind jetzt natürlich so gesehen anders. Aber auch das ist eigentlich ein easy fix. So, und hier möchte ich dann die Füchse ganz gerne mal reinhaben. Frage ist, wie lockt man die an? Wahrscheinlich mit Beeren, ne? Und mit Beeren wohl auch weiterzüchten. Zumindest denke ich das jetzt mal so. So, die Fackeln können raus. Dann kann ich den Weg hier sofort setzen. Dann müssen wir das jetzt hier mal reparieren eben. Wo ist die Schaufel? Hier. Dazu. Okay, die hier muss ich nicht ändern. Die sind schon richtig. Aber die hier zum Beispiel. So. Genau. Die können dann jetzt auch kontinuierlich durchgehen hier. Ja, okay, und hier fehlt halt auch eine Lichtquelle. Da könnte hier entweder in die Mitte irgendwie ein Glowstone rein, tatsächlich einfach nur. Der irgendwie mit einem grünen Stück Teppich belegt ist oder so. Das wäre eigentlich eine Idee. Das würde dann dafür sorgen, dass das so ein bisschen reingetarnt ist. Was auch eine Möglichkeit wäre, ist, dass wir vielleicht wirklich davon ausgehen können, dass nee, das geht nicht ganz, glaube ich. Also hier drin müssten schon Lichtquellen sein. Oh, sind da wieder viele Eier. Also wir brauchen hier drin auf jeden Fall Lichtquellen, das ist klar. Cool wären eigentlich diese Mushroom-Blöcke vom Nether, ne? In diesen Bäumen. Nee, das ist ja eher uncool. Die Mushroom-Blöcke vom Nether. Mushroom-Blöcke vom Nether. Mushroom-Blöcke vom Nether. Wie viele haben wir von denen? Das ist die große Frage. Ich hoffe, wir haben mindestens 6 davon. Das wäre sehr angenehm. Bau die mal hier raus. Müssen wir so ein bisschen gucken, wo mal jetzt zwischendurch nochmal was spawnt. Auch wenn ich eigentlich mir ziemlich sicher bin, dass eigentlich alles weitestgehend perfekt ausgeleuchtet ist.
So, wo sind diese komischen Schuhenblöcke? Hier, wir haben nur 4. Nein! Schade. Ah, Mann. Wir haben genau 6 Glowstone. Ui, ui, ui. Ich glaube, da kündigt sich bald demnächst mal wieder eine Nether-Tour an. Eine Nether-Glowstone-Tour. Wir müssen es tun. Bald. Denn wir brauchen den Shit zum Bauen. Wir brauchen den Shit. Wir brauchen den Shit. So. Und hier setze ich den Shit jetzt nicht irgendwo falsch. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt müsste ich mal kurz gucken. Also der Mitteblock, der wäre jeweils immer der hier. Wenn noch nicht ganz die Mitte. Ja, der sitzt jetzt halt so da drin. Klar, das ist ein bisschen... Aber ich finde, das ist besser, als wenn da jetzt Fackeln dödeln. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin mehr ein Fan davon... Ach komm, jetzt kommt das Lied schon wieder. Warum das denn? Nein, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Nicht die armen Technopicks schlagen da. So. Jetzt sehe ich hier nochmal rein. Bei den Kühen wird es gleich interessant, das zu machen. Jetzt haben wir noch eine Fackel. Nein und nein. Ich mag keine Fackeln. Ich mag Fackeln nicht. Nee, 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 nee. So, jetzt muss ich die hier auch noch rauskriegen. So, Moment. Bitte mich nicht schieben. Dankeschön. So, ich hoffe, das schmerzt euch nicht zu sehr. Nur welche Fackeln? Nein, keine mehr. So, oh Gott. Die sind auch schon wieder gewachsen, ne? Die sind schon wieder bereit. Hier, hier, hier hin. Ach, Gott sei Dank. Schnell weg hier. Puh. Kann ich? Oh lol. Die prallen tatsächlich da oben ab. Ups. Aber die Babys, die würden da theoretisch runterfliegen, ne? Da, guckt's euch an. Plup, 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 plup. Ach ja, schön. So. Okay. Das haben wir alles soweit fertig. Ich bin zufrieden. Wir müssen mal ein bisschen beobachten, wie hier jetzt zwischendurch die, Mobs spawnen würden, wenn überhaupt. Und als nächstes geht es dann jetzt hier vorne tatsächlich weiter mit einem kleinen Bootssteg. Dazu müsste ich tatsächlich hier ein bisschen was wegziehen, glaube ich. Also diese ganze... Dieses ganze Ding hier ein bisschen breiter gestalten. Dazu müssten wir von hier oben mal ein bisschen anfangen, was wegzureißen tatsächlich. So, dass wir so ein bisschen einfach hier den Platz mal schaffen. Nein! Ich wollte es noch verhindern. Ich wollte es noch verhindern. Ihr habt's gesehen. So, ich will wirklich versuchen, diesen Fluss da unten, wie gesagt, so ein bisschen
reinzuziehen, nach vorne zu ziehen. Dass das so ein bisschen größer ist und das so ein bisschen in den Steg so einzieht und einpasst. Das ist so der Gedanke, den ich gerade habe. So, aber wie wir das dann endgültig mit dem Steg und so weiter machen hier und mit dem nach vorne ziehen dieses Flusses hier, mal sehen. Und dieses Stückchen irgendwie so ein bisschen rausreißen irgendwie, mal gucken. Das wird sich dann in der nächsten Folge ergeben, denn hier ist erstmal Feierabend. Die geht jetzt nämlich, laut OBS geht die Folge schon 55 Minuten, für euch ist sie ein bisschen kürzer wahrscheinlich. Aber wir haben ja auch ziemlich viel geschafft in der Folge. Und beim nächsten Mal werden wir noch viel mehr schaffen. Also höchstwahrscheinlich werden wir dann diesen Steg hier bauen. Und dann werden wir uns gucken, dass wir Füchse kriegen und dann mal schauen. Dann haben wir noch andere offene Baustellen, die wir bis Folge 300 hoffentlich alle irgendwie erledigt bekommen. Wir werden sehen. Vielleicht mache ich zwischendurch auch noch eine Nether-Tour. Alles noch im Offenen. Also dann, liebe Leute, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und jetzt werde ich endlich ein bisschen niesen.